Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von MyTest. Wo wir die zweite Seite bauen. Siehst du, wir können hier schon mal die Stelzen hinbauen. Tada! So. Ja, zweite Seite. Diesmal gehen wir mal ein bisschen logischer vor. Das heißt, wir fangen direkt an, hier abzubauen. Mit dem Wissen, dass wir hier noch Wände reinziehen müssen. Ich wünschte, wir hätten jetzt hier so eine heiße Nachbarin, die gerade am Umziehen ist. Also an sich umziehen. Das wäre jetzt... Lalalala, ach, ein wunderschöner Tag. Wir müssen jetzt hier 5 rein, ne? Nein. Doch. So, und diesmal machen wir erstmal nur hier die oberste Schicht und ziehen dann nämlich hier gleich die Decke rein. Wie es halt sinnvoll ist und nicht so wie da hinten, wo wir erstmal komplett runtergebaut haben, ohne auch mal, nur nachzudenken. Also letztendlich so wie ich das halt immer mache. So. Okidoki, Licht, 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 Licht und die Decke reinziehen. 1, 2, 3, 4. Ist schon geht ganz viel schneller. Ich glaube zwar kommen, dass wir es in der Folge schaffen, aber die Chancen stehen zumindest besser als davor. Aber so ist es immer, wenn man das erste Mal macht, dann ist es halt nur komplett ungeplant. Daran merkt man mal, dass es hier alles ungeskriptet ist. Echte YouTuber würden sich dann natürlich erstmal alles genau vorher nach Plan zurechtlegen. Ich verstehe nicht, warum hier ein Loch ist. So, weg damit. Ja. Ich hätte nicht mal Bock darauf nachzudenken. Das wäre mir schon einfach schon direkt viel zu viel Arbeit. So viel seid ihr mir denn doch nicht wert. Noch YouTube-Videos vorbereiten. Wo kommen wir denn da hin? So, jetzt können wir uns hier runterarbeiten. Runterbauen da weiter. Bam. 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 So, und wir müssen trotzdem hier noch eins in die Richtung. Und jetzt hier zwei in die Richtung. So, hier unten. Okay, jetzt nicht hohl. Sehr gut. Akku leer. Oh, mein Magen ist auch leer. So, du kommst da rein. Siehst du, ist doch ganz geil, dass wir zwei haben. Sagen wir, solange wir hier in der Nähe bauen, haben wir immer eins im Ladegerät und eins, was wir verwenden können. Ist doch geil. Apropos verwenden können, wir können doch hier gleich mal direkt wieder nachlegen. Oh, das war's schon? Okay, gut. So, hier hinten ist wieder ganz schön dunkel, natürlich, logischerweise, klar. Ne? Weit rein. Ne? Ist so. Ist doch egal. Alter, wie dunkel es hinten wird. Licht. Ist ja eh gleich wieder weg, aber egal. So, und jetzt noch eine Stufe nach unten, ne? Wir müssen jetzt hier nur noch 2 nach unten, genau. Ganz schön dunkel. YouTube wird es lieben. So, oh, hier müssen wir ein bisschen mehr nachbessern, sehe ich gerade. Wobei die Frage ist, das meiste davon sieht man nicht, oder? Doch, hier, die beiden sieht man auf jeden Fall. Ne, weil hier ist dann später diese Mauer. Oh ja, genau, und hier wäre dann die Treppe. Boah. Das heißt, wir müssen bloß die bei dir nachbessern wahrscheinlich. Nice. So, jetzt kommt es nämlich hier, gut, hier ist es ein bisschen einfacher. Hier brauchen wir bloß diese komischen Slabs. Bam, bam, bam. Machen wir auch ein paar mehr, weil, ne, können wir auch wieder rekombinieren. Also, scheiß drauf. Gut, das waren jetzt viel zu viele, aber pff, scheiß drauf.
wie ich gerade schon sagte. Ich mache mal so und dann mache ich mal etwas clever. Und zwar mache ich mal so hier. Und jetzt mache ich immer einmal so, einmal so, einmal. Nee, bringt gar nichts. Verdammt! Nein, nee, bringt gar nichts. Ich müsste hier jetzt in Luft klicken. Das geht natürlich nicht. Sad life. Du, das heißt, dann bauen wir hier doch erstmal wieder ein Stück Wand ein. Achso, die da hinten war natürlich wieder umsonst. Dankeschön. Und an der Wand können wir denn hier wieder ranklicken und dann können wir so machen. Und hier kommt dann wieder ein ganzer Block ran. Das heißt, wir haben letztendlich, genau, so müsste das sein. Wir haben immer so und dann zwei in die Richtung, dann wieder eins hoch. Zwei in die Richtung, wieder eins hoch. Zwei in die Richtung. Und dann müsste ich auch schon die Wand kommen. Ungefähr so. Und hier können wir uns nämlich jetzt genau dran lang bauen. Das heißt, wir genau, wir haben jetzt quasi hier ein. Und können da jetzt immer die Steine ranbauen. Richtiges Parcours hier gerade. Lol. So, hier müssen wir jetzt gucken, wie war das jetzt? Hier ging es jetzt, was? Genau, eine Stufe kommen. Ah ne, ist schon das Richtige. Hier konnte sich jetzt also direkt der Stein ran, der Stein erweisen. Dankeschön. Und auf der Höhe bleiben wir dann. Hier bleiben wir auch noch ein Stein, warum auch immer. Und erst dann geht es wieder weiter hoch. Das heißt, ich mache da einen rauf. So. So. Und dann. Wie geht das nicht? Ah. Geht doch. So, du musst weg. Bam, bam. So. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier ein bisschen Steine vergraben, aber das war es mir wert. So, und wie er vermutet. Ach nee, guck mal, hier ist sogar nur einer, der weg muss. Der Mauer muss weg. Einen müssen wir sogar haben, glaube ich. Ach nee, wir haben sogar drei. Und alles gefixt. Der Boden ist fertig. Gut, außer hier kommt doch irgendwas zutage. Weiß ich nicht. Jo, jetzt kommt wieder die Mauer hier. Eins verschobenerweise. Nach eins verschoben. Wir haben so viel Scheiß im Inventar. Gut, die brauchen wir nicht mehr. Die kann ich also direkt rekombinieren, indem ich einfach alles. Und warum haben wir einen über? Das ist ja übertrieben scheiße. Gut, dann muss ich ja doch noch mal irgendwo einen klauen. Was kann alles weg? Du kannst weg. Du kannst weg. Und, ah genau, da ist der, den wir... Aha. Genau den brauchen wir nämlich. Bam. Easy. So, okay. Ah ne, die müssen da bleiben. Die brauchen wir ja hier. Die müssen eigentlich sogar noch viel ran. Da oben auch. Eins. Zwei. 3 und da ist nämlich wieder die Lücke, die wir jetzt nämlich schon letztens da hatten, ist nämlich jetzt da, die eine Lücke. So, und hier müssen auch hier ran. 1, 2, 3, 4. Bam. So. Ja, wie gesagt, dann fangen wir jetzt mal an hier. 1, 2. 1, 2, 3. Was? Habe ich denn hier schon wieder gemacht? Warum habe ich die Mauer hier lang gezogen? Die Mauer kommt doch hier ran. Was ist denn schon wieder los mit mir? Gut, zum Glück ist das relativ schnell zu fixen. Traurig ist es trotzdem, keine Frage.
Was? Achso. Ja, ich habe jetzt alle weggetan. So. Jetzt. So. Ne, wie gesagt, relativ schnell gefixt zum Glück. Aber trotzdem erstmal super dämlich. Aber jetzt wundert es mich tatsächlich doch. Ja, eben, die war nämlich auch versetzt. Eben, die Lücke war ja schon bei dem vorletzten. Die Lücke hier darf ja erst beim letzten sein. Das heißt, das hier ist auch alles falsch. Da muss ich mich nochmal ein ganzer Block hin. Bam. Und da kommt jetzt erst der ran. Und jetzt muss ich überlegen, hier kommt ein ganzer Block hin. Noch ein ganzer Block. Und da kommt der nämlich jetzt das Ding ran mit der Lücke. Genau. Ja, so macht's Sinn. So macht das Ganze auch auf einmal hier mehr Sinn. Voila. Easy. Geil. Ach Leute, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Juh, das heißt, der hier muss weg. Und nee, der kann bleiben. Genau. Hier kommt nämlich die Wand drauf, wie ich schon gesagt habe. So, und hier, mein Lieber, kommst jetzt du hin. Voila. Schon ist der Boden wieder gefixt. Das waren nämlich zwei, die ich fixen musste. War also vorhin alles richtig. Mir ist nur nicht aufgefallen, dass es falsch war, weil ich was falsch gemacht habe, sondern ich habe es einfach so hingenommen mit. Ja, kann ja mal passieren. Dummer Ronny. So. Da können wir jetzt schon mal die Wand hochziehen. Was habe ich gerade aufgenommen? Oh mein Gott. So, hier muss ich jetzt gucken. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich. Und dich brauche ich. Und dich brauche ich. Genau. Voilà. So, und hier brauche ich jetzt alle. Wir haben gerade schon viele von diesen Stoneworks. Ich glaube, wir haben viel zu viele gemacht. Naja, gut. Kann ja mal passieren. So, dann ist die Treppe auch schon mal verrückt. Jetzt müssen wir bloß noch die Wand hier verrücken. Wie geil ist das denn? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt müssen wir genauso hoch sein. Genau. Autsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das tut gleich weh. So, ein bisschen ausgetrickst. Haha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt kommt wieder hier das Zeug. 1, 2, 3, 4. Haha. So, da drunter kommt jetzt der hier. Perfekt. Hallo. Du kommst hier hin. Genauso kannst du schon mal da unten hin. Ach ne, halt, ich will noch hier filtern rein. Da kannst du jetzt hin. So, und du kannst jetzt da. Ist doch geil. So, dann kann jetzt jemand hier schon mal weg. Wobei, wäre besser, das wieder von oben zu machen.
Gut, das war jetzt nicht so schlau, aber dann machen wir es halt so hier. So. Hier brauchen wir jetzt, ich mache es erstmal wieder von oben. Kann ich ja gleich mal über ein bisschen Licht dran machen. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie ich dann später hier an die Decke, obwohl, wenn die Reaktoren stehen, dann kommen wir hier gut in die Decken ran. Nevermind, okay, gut. Ist nur jetzt gerade ohne Reaktoren, ist natürlich hier die Decke unerreichbar. Außer natürlich, wenn wir jetzt wieder mit Dirt irgendwie eine Baukonstruktion hier aufbauen. So, zuallererst nehmen wir das Ding. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, und hier haben wir nämlich jetzt die Lücke. Eins, zwei, drei, vier. Und den Rest machen wir von unten. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Voila! Schon ist die Außenmauer fertig. Was ist denn hier los? Bup, bup. So, jetzt ist die Außenmauer fertig. Sehr geil. Jetzt wollen wir hier bloß wieder die Dinge einstellen. Und schon ist unser Reaktorraum fertig. Jetzt fehlen bloß noch die Reaktoren selbst. Sehr geil. Gut, da oben ist es ganz schön dunkel. Ah, egal. Da kann ich ran. Ich sag, ich komm jetzt da, so da und dann ist gut jetzt hier. So, aus Ende, viel doch kein Bock mehr. Gut, der Reaktorraum ist fertig. Oh Mann, ist ja jetzt groß geworden. Heilige Scheiße. Wer kommt noch auf so eine Idee, sowas zu bauen? Ganz ehrlich, also das ist doch wahnwitzig. Alter. Oh mein Gott. Und hey, siehst du, wir haben das Ganze in 20 Minuten geschafft. Und das, obwohl ich sogar das Ding verschieben musste noch. Easy. Easy. Und da haben wir 30 Folgen für gebraucht. Wohl. Wie sehr ist es hier? Geht mal alles fertig hier oder? Haben wir noch irgendwas? Was ist denn eigentlich? Fuck damit. Auf was haben wir eigentlich noch gewartet? Wir müssen noch auf irgendwas warten. Ach ja, auf die Kompressoren. Haha. 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 Fertig. Yay. So, das heißt. Achso, siehst du, halt, bevor wir hier mit den Reaktoren anfangen, würde ich gerne noch das HV-Kabel verlegen. HV-Kabel haben wir gar keins mehr. Ach doch, da. Warum haben wir so viele? Was ist denn da passiert? Geronimo! Tot. So, das Kabel kommt hier nämlich weg. So. Hier wird dann erstmal zugemacht. Hier kommt dann der eine Ablink. Aha. Das können wir hier wirklich direkt 1 zu 1 tatsächlich anschließen. Bop, 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 bop. Bless Concrete. Und dann muss sogar, glaube ich, noch ein Kabel drauf. So. Und da müssen wir jetzt hier gucken. Ah, okay.
Warum sammle ich jetzt die ganze Zeug hier auf? Ja, egal. So. Kommt hier noch eine schöne Fackel hin, damit sie ein bisschen heller wird und hier sich hier keine Monster tummeln. So. Ach, so weit da hinten geht der Ablink. Okay, gut. Das ist auch schon ein Stück. So, der kommt jetzt. Du und du und du und. Du und du und du. Tada! Ach, leck mich doch. Wir bräuchten hier noch so einen unteren Eingang, ne? Von der unteren Etage. Wäre eigentlich voll sinnvoll. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Gut, andererseits würdest du das gesamte Raumkonzept durcheinander bringen, weil dann, wenn wir hier unten Eingang haben, brauchen wir da oben keinen Eingang mehr. So, zusammen fallen die ganzen Leitern alle weg und dann wird das gesamte Raum überflüssig. Da bräuchten wir auch keine Reaktoren mehr, weil wir bräuchten gar kein Haus mehr, weil wir brauchen gar kein Let's Play mehr. Weißt? Ja. Dann wäre mein einziger Sinn zu leben dahin. So, wir müssen da unten, achso, genau. Hier ist Kabel noch ein bisschen länger machen. So, jetzt mal Concrete, Blei, Wasser. Ja, genau, sind beide gleich lang. Sehr gut. Jetzt ist der Reaktorraum fertig. Jetzt fehlen wirklich bloß noch die Reaktoren. Und dazu müssen wir erstmal noch einen zweiten Core bauen. Wir können natürlich auch gleich einen dritten Core bauen, weil wir haben ja eh schon die ganzen Sachen hier für weitere Cores. Was echt Hardcore ist. So. Schmeißen wir halt so scheiße erstmal direkt rein. Kein Bock mehr. So, ja, und wir haben viel zu viel von dem Zeug. Heilige Scheiße. Egal. Die haben wir, glaube ich, irgendwo eingelagert, ne? Oh, nee, haben wir doch nicht. Das ist natürlich ein bisschen ungeil. Denn das heißt, dass die ganze Scheiße jetzt um die Kiste rein muss und die Kiste damit gerade schon voll wird. Ja, das natürlich, unfortunately. Dann nehmen wir die ganze Scheiße hier mal raus. By the way auch. Und dann lagern wir erstmal unten ein. Ich weiß ja nicht. Da haben wir jetzt echt ein bisschen sehr viel von. Ja, wenigstens so temporär einfach mal hier so, I don't know. So. 488. Ja, da haben wir echt ein bisschen viel gebaut von. Ein bisschen viel. Aber nur ein bisschen. So, jetzt machen wir hier raus endlich diese ganze Compost-Kacke. So, und da brauchen wir 216, 432. Bin ich mal gespannt, ob das auch, ob die auch die Anzahl rauskommt. Was? Blast. So. Bam. Bam. 1 Stack. Noch ein Stack. Noch ein Stack. Noch ein Stack. Noch ein Stack. Oh mein Gott, es funktioniert ja. So, dann brauchen wir bloß noch hier 1, 2. Und dann packen wir davon 8 zurück. Hä? Wieso? Ach ja, sind dann. Waren ja 2x99, nicht 2x100. Schon wieder. So, und schon. Tada! Sehr geil. Ja, also jetzt brauchen wir bloß hier 2 Cores. Ja. Das wird der Hardcore. Gut, ich erst mein Inventar hier aufräumen. So. Die ganze Scheiße hier mal rausschmeißen.
Das sieht schon besser aus. Apropos, aber noch mehr. Jetzt haben wir schon mehr als 500. Ja, danke dafür. Das wird ja, das ist sehr heftig. So, bevor wir irgendwas machen, ich würde dich gerne mal direkt, beziehungsweise erstmal dich da reinschmeißen. Und dich mal da reinschmeißen. So, jetzt gucken wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall, habe ich gerade gesehen, schon direkt zwei Kabel. Dann brauchen wir, warum ist das Ding weg? Achso, ich aufklicken muss. Edelstahlbarren. Edelstahlbarren brauchen wir jetzt also vier Stück. Dann brauchen wir die Dinger. Dann brauchen wir Kuss. Ich hoffe, das war das Richtige. Das werden wir gleich sehen. Ja, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Obsidianglas. Müssen wir auch noch ein bisschen was haben. Ja. Ach, schon wieder dunkel. Ich gehe mal direkt ins Bett hier. Wegen, eins von drei Spielern. Wird immer schlimmer hier. Holy shit. So. Haben wir gut geschlafen. So. Was? Ja, genau. Jetzt brauchen wir nämlich die ganzen, die Dinger hier. Brauchen wir vier Stück davon, bekommen wir natürlich gleich neun Stück davon. Das heißt, wir brauchen dreimal Bronze, dreimal Zinn und dreimal Edelstahl. Dreimal. Was war's? Achso, Bronze. Dreimal. Ist das überhaupt richtig so? Doch, genau, müsste doch richtig sein, genau. Aber bloß noch Zinn. Aber hier haben wir. Ja, nee, Zinn aber komplett. Haben wir komplett zurückgepackt. Okay. Zinn, Zinn, Zinn. Dankeschön. So. Bam. Okay. Das sieht doch mal gut aus. Geil. So, das Zeug müssen wir jetzt wieder kompressen. Weil das so scheiße lange dauert, mache ich das Ding ja einfach mal komplett parallel. So. Damit haben wir jetzt schon mal die Dinger. Genau, da brauchen wir vier. Ja, okay. Halt, stopp, halt, halt. Ja, genau. Das heißt, da haben wir jetzt sogar mehr als genug. Da haben wir wieder fünf Stück über. Jetzt kommen die Dinger. Da müssen wir Kohlefasergewebe kompressen. Da brauchen wir drei von den Dingern und da müssen wir auch kompressen. Das heißt, wir brauchen. Hiervon brauchen wir vier. Hiervon brauchen wir also auch vier. Also brauchen wir hiervon 12. Also brauchen wir hiervon 48. Holy shit. Also machen wir mal. Oh, das sind genau 48. Das nenne ich mal heftig. So, 48 war doch durch drei teilbar, oder? Ist doch 12. Nein. 18, nein. Bin ich gerade dumm? 48 durch 3? Was war denn das? Ach, 16. Ja, klar, stimmt ja. Ja. So, dann kommst du direkt mal da rein und du direkt da rein und du direkt da rein. Cool, können wir schon mal die Dinger rausnehmen hier. Aber davon natürlich viel zu viele, aber hey, egal. Besser zu viel als zu wenig. So, kommst du da? Achso, eigentlich kann ich direkt dich hier. Passt ja alles locker ins Inventar. So. Dann kommst du raus und du kommst raus. Dich, euch brauchen wir alle nicht mehr. Genauso wie wir das ganze Zeug nicht mehr brauchen. Sehr geil. Weißt du was? Die Kohle, der lasse ich mal auch direkt hier oben drinne. Und die Knochen kann ich eigentlich direkt zur weißen Farbe bearbeiten. Weißer Farbstoff. Alter, wie sah der Typ da gerade aus? Der sah gerade so aus, als wenn er beim letzten Geschlechtsverkehr einen kleinen Unfall gehabt hatte. Das war ja schon sehr abstrakt gerade.
Der sah sehr. Was ist hier los? So. Oh, schon fertig. Doch, das ging auch schnell. So, die müssen wir jetzt da oben so. Und die müssen wir jetzt wieder komprimieren, richtig? Genau. Wo sind die jetzt? Na komm, let's go. So lange sollte es ja nicht dauern. Okay, komm. Machen wir jetzt ein bisschen länger Folgenpause und dann zur nächsten Folge sollten wir auf jeden Fall fertig sein. Von daher, bis dann.